Unser Rundgang heißt Kunst oder Kitsch, Grabmalplastiken und Reliefs der Jahrhundertwende. Er dauert circa eine Stunde. Ausgangspunkt und Ziel sind der Althamburgische Gedächtnisfriedhof, nordöstlich vom Verwaltungsgebäude. Das heißt, wenn man das Verwaltungsgebäude im Rücken hat, dann nach links schräg hoch. Unser Weg führt parallel zur Cordesallee in Richtung auf den Waldteil mit seinen großen Familiengräbern, berührt dort einige der repräsentativsten Grabanlagen des Friedhofs und geht im Bogen zum Ausgangspunkt zurück. Bei jedem Gang über den Ohlsdorfer Friedhof trifft man auf einzeln stehende Plastiken und große Grabmale, die mit kunstvoll ausgeführten Reliefs oder Figuren geschmückt sind. Trauernde Frauen lehnen an steinernen Wänden oder ringen unter Kreuzen ihre Hände. Engel bringen Blumen zum Grab und geleiten Verstorbene gen Himmel. Einzelne Pilger ruhen auf ihrer Wanderschaft aus. Porträts erinnern an Verstorbene. Insgesamt wurden bei der Inventarisierung des Grabmalbestands in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts 800 solcher Grabmalplastiken und Reliefs gezählt. Die meisten stammen aus den Jahrzehnten um die Wende zum 20. Jahrhundert. Die bürgerliche Grabmalkunst der Kaiserzeit entsprach allerdings schon bald nicht mehr dem Geschmack der nachfolgenden Generationen. Vieles wurde in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg verworfen und galt als kitschig und übertrieben. Nachfahren ließen Plastiken entfernen und Architekturen abbauen, weil sie ihnen nicht mehr gefielen und weil sie etwas Moderneres haben wollten. Die Friedhofsverwaltung räumte bis in die 70er Jahre gnadenlos abgelaufene Grabmale vom Friedhof ab. Aber auch heute noch sind diese Grabmale gefährdet und es braucht private Initiative, um sie zu erhalten. Der Weg beginnt beim Althamburgischen Gedächtnisfriedhof. Man geht zu der Christusfigur hinauf und wendet sich hier nach rechts. Dabei bleibt man auf der obersten Terrassenstufe und steht nach einer Wegbiegung nach links vor dem unübersehbar großen Grabmalaufbau der Familie Wichmann. Er wurde 1907 von einem unbekannten Künstler entworfen. Auf der hohen Rückwand kniet ein großer männlicher Engel in nachdenklichem Verharren am Boden. Seine Symbole kennzeichnen ihn als Todesengel. Einem Heiligenschein gleich erscheint ein Ouroboros, eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt und damit zum Symbol der Ewigkeit wird, hinter seinem Haupt. Seine Flügelhaube verbindet ihn mit dem Götterboten Hermes, den die griechische Mythologie auch als Seelengeleiter kennt. Ein Seelengeleiter, der die Verstorbenen in die Unterwelt führt. Hier trägt er in seiner locker auf dem Knie liegenden Hand Mondkapseln, ein bekanntes Zeichen für Schlaf und Tod. Vor ihm steht eine Sanduhr, mit deren verrinnendem Sand der Ablauf der Lebenszeit und damit auch der Tod augenfällig symbolisiert wird. Die harte Kantigkeit und das flache Relief, in dem die Figur gestaltet ist, ist sehr ungewöhnlich. Sie hat mit ihren strengen Formen und der Betonung der Linien, die kaum aus der Fläche hervortreten, etwas sehr Lineares. Im Gegensatz zu manchen lieblichen und zarten Gestalten des Jugendstils tritt hier eine herbe Variante hervor, die mehrfach auf dem Friedhof zu finden ist. Manchem Künstler schien sie offenbar dem Thema Grabmal und Tod angemessener. Macht man nach diesem Grabmal einen kurzen Abstecher nach links, so trifft man auf eine ganz andere Engelsgestalt. Auf einem hohen Sockel steht auf der Grabstätte Waldbauer, ehemals Wehrhahn, eine geflügelte Frau in einem langen, dünnen Gewand, das lose über die gegürtete Taille fällt. Sie wirft mit einer Hand eine Blüte zum Grab, während sie mit der anderen zum Herzen greift. Der schwarz polierte Granitsockel ist mit einer opulenten Bronzeplatte besetzt. Dieses Grabmal stammt aus dem Jahr 1908. Dem gleichen Engel kann man noch häufiger in Ohlsdorf begegnen. Er wurde per Katalog von der Galvanoplastischen Kunstanstalt vertrieben, eine Abteilung der Württembergischen Metallwarenfabrik, heute als WMF bekannt. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Geislingen gegründet.
Das Verfahren der Galvanoplastik erlaubte, von demselben Modell beliebig viele, immer gleiche Einzelstücke herzustellen. Dafür wurde das Vorbild in Gips abgegossen, der mit einem Drahtgeflecht innen stabilisiert war. Diese Gipsfigur kam in ein elektrolytisches Tauchbad und wurde dort mit einer dünnen Bronzeschicht ummantelt. So erhielt die Figur das Aussehen einer echten Bronzefigur. Natürlich war die Herstellung einer solchen Galvanoplastik nicht so teuer wie der Bronzeguss. Daher wurden diese Plastiken zu ihrer Zeit in großer Zahl auf Friedhöfen aufgestellt. Man kann sie gut daran erkennen, dass es dumpf klingt, wenn man ein wenig mit dem Knöchel dagegen klopft. Um die Aura der Einmaligkeit wenigstens bei einigen Plastiken so weit wie möglich zu wahren, lieferte die Firma übrigens bestimmte Kunstwerke nur einmal an einen Ort. Man setzt den Weg auf dem oberen Absatz der parallel zur Cordes Allee verlaufenden Terrasse fort und kommt an einer ganzen Reihe aufwendig ausgeschmückter Grabstätten vorbei. Als erstes folgt das Grabmal Schumacher-Wulf von Arthur Bock, auf dem der griechische Mythos von Orpheus und Eurydike leicht zu erkennen ist. Daneben ragt das Grabmal Eckler hoch auf, in dem sich der Mikrokosmos der zeitgenössischen bürgerlichen Lebenswelt symbolisch widerspiegelt. Rechts daneben befindet sich das Grabmal Rübke, das der Bildhauer Hugo Klug 1909 entwarf. Eine trauernde Frau und ein Pilger sind hier zu einer Abschiedsszene verbunden. Die Urnenwand der Familie Fehrer wurde 1908 von dem damals bekannten Architekten Franz Branski geschaffen. Die bronzenen Urnen stehen abwechselnd vor Goldmosaik oder in Nischen, die von Bronzeplatten verschlossen sind. Biegt man an dem Brunnen nach links und betritt gleich danach das links das Grabfeld, so findet man das kleine, aber doch eindrucksvolle Jugendstilgrabmal Prochocnik, das der Hamburger Bildhauer Cäsar Scharf im Jahr 1900 entworfen hat. Von hier aus geht man über die Treppen am Brunnen hinunter zur Cordes Allee, in die man nach links einbiegt.